Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest mit eurem Gabro Alsaro. Und wir sind gerade dabei, diese komischen Gummon oder so. War das ein Gummon? Ja, ich glaube ein Gummon war das. Genau, irgendwie den Schlüssel zu diesem Tempel wieder wegzunehmen. Und ihr fragt euch vielleicht gerade, wieso ich gespeichert habe, Ach du heilige Scheiße. Was war das denn? Weil meine Energie nämlich ein wenig den Bach runtergegangen ist. Und ja. Durchs Speichern lädt sich das ja immer so schön wieder auf. Ich bin mir leider nie so genau sicher, wo ich als nächstes immer lang möchte. Aber auf jeden Fall war er hier. Das können wir mal festhalten. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ha! Hi, Schnucki! Oh, das war jetzt aber gemein! Scheiße! Das war jetzt aber echt gemein! Ach, jetzt bin ich schon wieder von dem scheiß Stachel geschwommen. Okay, niemand weiß, ob wir hier wirklich lang müssen, aber ich würde mal einfach mal auf Ja tippen. Ging gut, glaube ich. Da oben lang? Oder? Hier links weiter. Wir gehen erstmal nach oben. Boah! Schon wieder so eine Vieh. Warte mal. Komm runter. Danke. Haha. Ich hab sie. Oh, wisst ihr was? So, erstmal schön gespeichert. Da oben noch was ist? Na, vermutlich nicht. Ja, die Gegner brauchen auf jeden Fall immer mehr an Schüssen. Aua! Was? Wer hat denn jetzt irgendwas auf mich geschossen? Das war ein Zuckerschleckli. Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas... Okay, damit würde ich auf jeden Fall was Dummes anstellen. Nein! Nein! Jetzt muss ich mir doch nochmal die Bonuspunkte holen. Ja gut, aber die waren ja jetzt nicht so schwierig. Also. So, weil. Ach! Da kann ich mir nämlich viel schneller etwas leisten wieder. Whee! Okay. Ich möchte gerne hier nochmal entfachen. Ach so, guck mal, dann verbrauche ich auch gar keinen zusätzlich. Also wenn ich so eine blaue schon hatte. Okay, ist gut zu wissen. Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt lande. Okay, der macht da unten seinen Blödsinn. Dann gehen wir mal weiter Richtung Gummon. Oder so ähnlich. Die komischen Stachelschweine. Das hat er mich schon... Ja klar, direkt zweimal getroffen, ne? Egal. Ey, zum Glück hatte ich jetzt noch einen. Das wäre ärgerlich geworden. Boah, das wäre richtig ärgerlich.
Ne, da komme ich noch nicht hoch. Da brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Nein! Okay. Grundsätzlich eine ganz tolle Idee, aber nicht jetzt. Nein! Bist du? Gumos Versteck. Du bist doch ein Pavian-Affe, ey. Ich habe kein Kartenfragment. Ah, echt, ey. Wo will ich denn hin? Ich will erstmal weiter tiefer. Oh nein, 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 schlechte Idee. Jetzt. Ah, guck mal, nein! Da! Okay, da brauche ich ja noch erstmal gar nicht rein. Nein! Blöd, Mann. Will er mich voll ärgern, aber da unten. Ist auf jeden Fall die. Ich sag mal so, da unten ist auf jeden Fall die Menge an. Ne? Ah, ne, das ist das Kartenfragment. Da, 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 da. Ey, dann gehe ich jetzt erstmal hoch. Weil sonst suche ich mich ja doof und dämlich oder dann verpasse ich irgendwas, wo es vielleicht dann doch ganz simpel wäre. Also ich laufe ja schon vieles ab. Aber wenn ich mir ein bisschen Weg sparen kann, nur einen Hauch, dann würde ich es doch ganz gerne machen. Okay, seht ihr? Die ganze linke Seite, aber die bringt mir ja noch nicht so... Ah ne, da komme ich ja noch gar nicht hin. Dann rechts. Stimmt, und da war dieser Zwischengang. Achso, genau. Und jetzt konnte ich nämlich das speichern. Auf jeden Fall erstmal unten rechts rein, wie ich es gesehen habe. Mit diesem blöden... Weil irgendwas ist da. Scheiße? Okay, ich habe eine Idee, was hier ist. Da unten ist der richtige Weg. Der richtige Weg? Gab's denn keinen anderen? Hätte ich da oben nicht rechts gekommen? Scheinbar nicht. Wir haben hier nur... Okay. Und jetzt wieder nach oben. Alles klar. Boah, ich will denen mehr Schaden machen. Nicht zerquetscht werden, fände ich toll. So. Möchte ich gerne hier speichern. Ne, das brauche ich gar nicht. Okay, dann mal los, ne? Ins Abenteuerland. Oh oh. Das war... Sagen wir einfach mal, das war falsch.
Ach so, scheiße. Auch das war falsch, aber jetzt machen wir es richtig. Passt auf. Also, hier einmal in die Lücke rein, dann antizipieren, reagieren und dann bitte hier sofort rein. Die Fähigkeitspunkte einsammeln. Und dann bin ich geneigt zu speichern. Ja, ja. Als ob ich dich nicht gesehen hätte. Das gibt es doch. Achso, warte mal. Wir haben ja noch was. Ach, das mit den zwei Zielen auf einmal haben wir bereits schon. Okay. Dann haben wir noch die Kartenmarkierungen. Neu formieren. Halbiert ermöglicht irgendwas. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt 2. Turbosprint, Wasser. Aha, ermöglicht es Ori in sauberen Wasser. Also werden wir das lila Wasser auf jeden Fall noch, ja, säubern. Ist natürlich ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung. Also wird es auf jeden Fall auch einen Doppelsprung geben. Okay. Und das sind eher Ultrageist. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch. Eingesammelte Energie wird um. Ist natürlich auch ganz nice. Wir werden mal jetzt hier rauf ein bisschen gehen. Was? Was war das? Habe ich was verpasst? Habe ich was kaputt gemacht? Ich wollte aber nichts kaputt machen. Ehrlich, ich schwöre. Warte mal, hier. War hier noch ein Schlüssel? Ah, alles klar. Gut, gut, gut. Ja, das haben wir doch. In 0, aua! In 0, aua nix. Tür, Sesam, öffne dich! Vielen Dank auch. Vielen Dank auch. So, wo ist jetzt dieses kleine Knotenhirn von Gumon? Hier gab es auf jeden Fall mal ein bisschen was zum Schnabulieren. Hier einmal kurz speichern. Gumon, du kleine... Aua! Da war ich wohl etwas zu voreilig unterwegs. Und hier immer schön aufpassen, nicht in das ekelhafte Wasser. Komme ich da hoch? Ja, ja. Beruhig dich doch mal. War vielleicht ein bisschen fies jetzt von mir. Aber scheinbar haben sie es ja nicht anders verdient. Ein Stammbaum. Leru lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Drücke X, um das Licht zu absorbieren. Doppelsprung! Juppidiu! Jetzt haben wir ihn. Ist das nicht fantastisch? So. Hopp, hopp, hopp. Ah, okay. Man kann also... Ihr seht nämlich den Pfeil. Und ich kann also in der Luft quasi mir noch hier so ein bisschen Speed geben, sozusagen. Okay. Das heißt also, jetzt komme ich da oben ja doch ohne Probleme dran. Klasse. Und irgendwo hier habe ich doch gespeichert, oder? Ach, guck mal, jetzt fehlt nämlich das Mittelding, damit ich das ausprobiere. Come on. Ich glaube, da oben hatte ich gespeichert. Kann das sein? Okay, sobald man also an einer Wand ist, wird es geresettet. Genau. Und hier habe ich nämlich... Ne? Super, das läuft doch gut. Das läuft doch gut. Ich bin völlig elektrisiert. Puh, okay, Doppelsprung. Komm her. Ehrlich, ernsthaft, schon wieder...
Dann macht er doch den gleichen Fehler schon wieder. Hm. Will einmal gucken, ob das reicht. Doch, es reicht. Ist aber völlig egal, weil hier gar nichts ist. Oh nein. Ah, jetzt habe ich ja den Doppelschuss. Das ist sehr gut. Und noch eine Energiezelle. Dann haben wir damit 5. Und das heißt, wir können jetzt an viele schöne Orte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was war denn hier unten? Ja, da kann ich jetzt mit Sicherheit lang. Wir gehen aber einmal kurz erstmal zum Speicherpunkt. Und der Doppelsprung, der greift, selbst wenn wir... Scheiße, ich dachte, hier wäre ein Speicherpunkt gewesen. Oh, doof. Also der greift sogar, wenn wir runterfallen. Nee, dahin reicht auf jeden Fall der Sprung nicht. So, will ich jetzt... Eigentlich muss ich ja nach... eigentlich müsste ich ja irgendwo irgendwie hin. Na, ob das reicht? Nein! Aua. Ja, ja, so. Genau, wir gehen... Gehen wir jetzt schon den Weg zurück? Also, ich muss ja sowieso einmal oben rum lang. Hm? Was soll das? Hallo? So. Genau, einmal muss ich eh oben rum lang wegen... Ach, wegen irgendwas, keine Ahnung. Ach, der Energiezelle. Stimmt. Wegen der Energiezelle muss ich sowieso hier oben lang. Sonst habe ich nämlich gar nicht erst die 5. Und dann gehen wir jetzt erstmal nach... Oh, war das hier? Ja, das war hier. Nein! Ich bin doch so ein Vollidiot. Das ist schon ein bisschen idiotisch gewesen, ne? Echt, ey. Weil ich nicht speichern wollte. Ja, komm noch mal rein, du. Weil ich jetzt auch noch gierig werde. Wenn ich jetzt mal hier speichern... War das? Nee, scheiße, wo war das denn? Ich hätte drauf schwören können, dass das hier war. Hä? Ernst? Nee, Moment mal, das war da. Ach, das... Ach. Schwachkopf. Und jetzt muss ich da oben lang. Egal, speichern wir hier einfach nochmal. Dann gehen wir jetzt nochmal nach hier oben. Und fliegen dann ins Nirvana. Ja, nee, wir sind ja hier oben eh drin. Klararusch, klararusch. Nee, da kam ich. Da komm ich. Da kann. Ja, 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 ja. Dankeschön.
Ich sehe schon etwas, was mein Herz erfreut. Mist! Nochmal! Ihr schafft das noch. Super. Dann werden wir uns nämlich jetzt noch eine Fähigkeit gönnen. Ich weiß nur noch nicht welche. Erfordert Streuflamme und 2. Erhöht Stärke und Radius. Achso, Stärke. Achso, dann bräuchten wir noch einen Fähigkeitspunkt. Dann werden meine Schüsse stärker. Das werden wir machen. Wir haben jetzt gespeichert. Hoffentlich kommen wir dann auch hier wieder, wenn wir gespeichert haben. Ich traue dem Ganzen nicht so ganz, aber gut, wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Ori and the Blind Forest mit eurem Gabo Asaro und hoffe dann, dass ihr demnächst wieder mit dabei sein werdet. Und ich sage dann bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.